Die Idee, elektronische Analogrechner für Spiele einzusetzen, ist erstaunlich alt. Das erste diesbezügliche Patent wurde von Thomas T. Goldsmith und Estel Ray Mann unter dem Titel Cathode Ray Tube Amusement Device am 25. Januar 1947 eingereicht. Am 14. Dezember 1948 wurde diesem Antrag unter der Patentnummer 2455992 stattgegeben. Das dort vorgeschlagene Gerät hat seine Wurzeln vermutlich in Trainingsgeräten für Bombenschützen des Zweiten Weltkrieges. Die Grundidee bestand darin, Ziele, die auf einem Oszilloskopschirm dargestellt wurden, zu treffen und damit quasi abzuschießen. Unabhängig hiervon entwickelte im Jahre 1958 William Higginbotham von den Brookhaven National Laboratories ein als Tennis for Two bekannt gewordenes Spiel, das gerade in den letzten Monaten einige Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, kann es doch als Vorläufer der späteren Videospiele angesehen werden. Anlass für diese Entwicklung war ein Tag der offenen Tür der Laboratorien, ein Anlass, zu dem Higginbotham mehr als nur eine statische Ausstellung präsentieren wollte. Das Spiel wurde, etwas unerwartet, ein durchschlagender Erfolg bei den Besuchern der Veranstaltung. Ein moderner Nachbau dieses Spiels unter Zuhilfenahme eines AVR-Mikrocontrollers findet sich beispielsweise hier. Betrachtet man die Rechenschaltung des Spieles von 1958, die sich unter dieser URL findet, genauer, fällt auf, dass die Simulation der dem Spiel zugrunde liegenden Physik mit nur 10 Rechenverstärkern umgesetzt wurde. Dies ist nur durch eine Reihe technischer Tricks möglich, die jedoch sehr Analogrechner untypisch sind und der Tatsache geschuldet sind, dass der seinerzeit verwendete Analogrechner nur über 10 Verstärker verfügte. Ein Beispiel für eine solche Trickschaltung ist der mit den beiden Umschaltkontakten RY4A und RY4B verbundene 5-Mikrofarad-Kondensator in der unteren Bildmitte. Eine Schaltung, die typisch für sehr einfache Analogrechner wie das damals verwendete Systron-Donner-Modell ist, aber auf späteren Modellen so nicht umgesetzt worden wäre. Das zweite Blatt der Schaltung des Originalspieles zeigt den Oszilloskop-Multiplexer, mit dessen Hilfe die einzelnen grafischen Elemente des Spieles im Zeitmultiplex dargestellt wurden. Im Unterschied zu den Rechenverstärkern, die noch röhrenbestückt waren, arbeitete dieser Multiplexer bereits mit Transistoren. Im Folgenden wird gezeigt, wie man mit etwas analogrechnertypischeren Techniken ein ähnliches Spiel implementieren kann. Von einer Implementation eines weiteren Tennis for Two-Spieles wurde abgesehen, da keine Zeit für den Bau zweier Spielcontroller zur Verfügung stand, die nicht mehr als jeweils einen Taster und ein Potentiometer enthalten, mit dem im Originalspiel der Anstellwinkel des Schlägers eingestellt werden kann. Stattdessen wurde eine Art Squash 4-1 umgesetzt, das nur einen Spieler benötigt und bei dem man nur den Schlagzeitpunkt durch einen Taster steuern kann, was die Schaltung ein klein wenig vereinfacht. Bei dem verwendeten Analogrechner handelt es sich um eine EAI 1000, eines der letzten Systeme von Electronic Associates, das hauptsächlich im Lehr- und Ausbildungsbereich eingesetzt wurde. Grundlage dieser einfachen Squash-Simulation ist letztlich ein springender Ball in einem Kasten. Hierzu gibt es bereits eine Telefunken-Applikationsschrift aus den 1960er Jahren. Zur Darstellung eines solchen springenden Balles müssen zuerst die X- und Y-Koordinaten getrennt voneinander erzeugt werden. Die Erzeugung der X-Koordinate ist vergleichsweise einfach. Die Grundlage hierfür bildet eine im ungestörten Fall mit konstanter Rate abnehmende Geschwindigkeitskomponente des Balles in X-Richtung, wie hier zu sehen ist. Die Erzeugung der absoluten Geschwindigkeitskomponente in X-Richtung geschieht wie folgt. Ein Integrierer mit dem Startwert -1 integriert während des Rechenablaufes über eine mit einem Potentiometer einstellbare Konstante. Der rechts unten dargestellte Komparator erzeugt ein Haltsignal für den Analogrechner, das die Rechnung beendet, sobald die in X-Richtung wirkende Geschwindigkeitskomponente des Balles den Wert 0 erreicht hat. Der mit I bezeichnete Integrierereingang erhält einen Impuls, wenn der Ball mit dem Schläger getroffen wird, was die Geschwindigkeit entsprechend erhöht. Aus der Geschwindigkeitskomponente Vx kann nun durch einfache Integration die Position des Balles gewonnen werden. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass der Ball von den rechten und linken Begrenzungswänden elastisch abprallt, sodass an diesen Stellen eine Richtungsumkehr stattfinden muss. Dies wird mit Hilfe des in der Bildmitte dargestellten Komparators erreicht, der zwei Analogschalter ansteuert, von denen der obere zwischen plus Vx bzw. minus Vx umschaltet, während der untere eine der beiden Referenzspannungen des Komparators liefert. Die Erzeugung der Y-Koordinate des Balles ist etwas aufwendiger, da hier die wirkende Erdanziehung, die Dämpfung durch die Luftreibung sowie das elastische Abprallen von Boden bzw. Decke des Kastens modelliert werden müssen. Für die Beschleunigung des Balles in Y-Richtung ergibt sich entsprechend folgende Gleichung. Im freien Flug gilt Y-Punkt-Punkt gleich minus g plus dy-Punkt, wobei g die Erdbeschleunigung und dy-Punkt einen Dämpfungsterm darstellen. Berührt der Ball Boden bzw. Decke, muss zusätzlich der obere bzw. der untere bedingte Term berücksichtigt werden. Jeder der beiden bedingten Terme erfordert die Implementation einer Knickkennlinie wie der hier gezeigten. Die Abbildung ist Seite 350 des Buches Analogrechnen von Gillois und Lauber entnommen. Durch einfache Integration kann nun aus der Ballbeschleunigung in Y-Richtung die entsprechende Geschwindigkeitskomponente gewonnen werden. Eine weitere Integration liefert entsprechend die Y-Koordinate des Balles, sodass sich zusammenfolgende Teilrechenschaltung ergibt.
Der Integrierer links oben erzeugt aus dem Erdbeschleunigungssignal G, dem Impulseingang I, der einen Schlag mit dem Schläger repräsentiert, dem Summensignal der beiden Knickkennliniengeber sowie dem Dämpfungsterm dy-Punkt, die y-Komponente der Ballgeschwindigkeit. Der nachgeschaltete zweite Integrierer erzeugt hieraus die y-Koordinate des Balles. Die beiden offenen Verstärker unten, in deren Rückführungszweig jeweils Dioden liegen, implementieren die beiden Knickkennlinien für die Nachbildung von Boden und Decke, an welchen der Ball elastisch abprallt. Um die hierbei auftretenden sehr hohen Beschleunigungswerte zu erzeugen, sind zwei Summierer mit einer Gesamtverstärkung von 100 nachgeschaltet, die wiederum einen mit 10 gewichteten Eingang des ersten Integrierers ansteuern. Ein Schlag mit dem Schläger wird durch Drücken einer Taste simuliert, die ihrerseits ein Monoflop mit einstellbarer Zeitkonstante triggert, dessen Ausgang nach Entkoppeln durch einen Summierer mit Gewichtung 1 die beiden mit I bezeichneten Eingänge der Teilrechenschaltungen für die Berechnung der X- und Y-Koordinate des Balles ansteuert. Die praktisch ausgeführte Rechenschaltung auf der EAI 1000 ist hier zu sehen. Von den zur Verfügung stehenden Rechenelementen wird nur etwa ein Drittel dieses voll ausgebauten Rechners für die vorliegende Simulation benötigt. Insgesamt werden 4 Integrierer, 7 Summierer, 2 elektronische Schalter, 2 Komparatoren, 3 Potentiometer, 4 freie Dioden sowie ein Monoflop eingesetzt. Ohne Eingreifen eines Spielers verhält sich der simulierte Ball wie folgt. Durch Drücken der Taste, die das Monoflop antriggert, kann ein Treffer des Balles mit einem Schläger simuliert werden, wie hier zu sehen ist. Schön zu sehen ist auch, wie der Ball bei genügender Geschwindigkeit die Decke des simulierten Kastens berührt und von ihr ebenso wie vom Boden abprallt.